So, und willkommen zurück zu Motorsport Manager mit mir Woodstock und einem sehr zerfahrenen Rennen aus der letzten Folge, an dem ich auch überhaupt nicht verantwortlich bin, mit meiner absolut genialen Boxenstrategie. So, wir haben jetzt nochmal den letzten Boxenstopp hier gemacht, eingestellt und wollen uns anschauen, was denn der so bringt für uns. Ob wir damit noch irgendwas reißen können. Wenn wir den 7. Platz halten könnten, 5. wäre mein Wunsch. Damit sind wir schon beim 10., 11., 10., 11., 12., ja, da rückt der 5. Platz dann auch aus der Ferne. Schade, schade, schade. Verdammt, ich hätte es mir echt gewünscht. Wir könnten tatsächlich noch aggressiver fahren, aber ich glaube, dass wir nicht mehr nah genug rankommen zum Überholen. Weil das ist alles schon sehr, sehr weit auseinandergezogen. Puh. Außer es müsste noch einer in die Box von denen. Das wäre natürlich genial für uns. Ja, ich denke, ja. Ach, neunter Platz. Können wir noch vom 9. Platz träumen? Ich meine, der muss in die Box. Das ist sehr gut. Da kommen wir noch ein bisschen vor. Der bremst uns eh nur aus, so wie ich das gerade sehe. Der hinter uns fällt auch in die Box. Okay, das ist jetzt weniger gut für uns. Damit sind wir auch immer noch auf dem 11. Platz. Sehr schön. Hat uns nichts gebracht. Ich glaube, damit werden wir uns abfinden müssen. Schade, schade. Schade, schade, schade. Ich hab's versaut. Es tut mir echt leid. Es tut mir richtig leid. Das wird bitter vom Vorstand kommentiert werden, das weiß ich jetzt schon. Da habe ich mir ein Ei gelegt. Achso, da steht auch keiner in der Box, das ist der kaputte, das ist John Stotter, wie was kaputt ist und die anderen. Noch 3 Runden, ja. Nee, das wird. Wir könnten jetzt noch versuchen, hier aggressiv zu überholen. Aber ob das klappt. Ich glaube, auf die letzten Meter wird es nichts mehr. Nee, 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 nee. Neunter vielleicht noch. Ja, neunter wäre natürlich nicht schlecht. Na, komm, komm. Ja, genau, ja, komm schon. Das ist genau das, was ich auch gesagt habe. Noch 2 Runden, dann langt der Sprit auch gerade so. Ja, ansonsten, wenn wir jetzt nicht näher rankommen, der 17. Ja, 9. Platz wäre schön gewesen. Schade. Aber fährt immerhin bessere Zeiten jetzt durch das aggressive Fahren. Wo ist denn der 9.? Ne, der 9. ist viel zu weit. Das wird nichts mehr. Keine Chance. Jawohl, und noch kommt einer. Ah. Vielleicht ist der 9. doch noch drin. Das wäre zumindest schon mal im einstelligen Bereich. Ja, doch, doch. Ah ja, das da kommt bitte der 9. Der 9. Ich will die 1 vorne dran weg. Oder ich will die 2-stelligen weg haben, sagen wir mal so. Die 1 vorne dran wäre mir auch recht. Ja, hat er uns wieder schön überholt. Okay, was ist er da jetzt? Lang gerutscht ist. Ja. Schade. Oh Mann. Was passiert da gerade? Warum ist der jetzt so ultra schlecht gefahren am Ende? Wahnsinn, warum? Und warum ist John Stotter bloß noch 19 und nicht mehr 20. Das ist das nächste. Okay, das war eine ultra schlechte Leistung. Und zwar maßgeblich von mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ein Achievement, das war's schon, okay. Technische Ab. Oh oh. Ein Regelverstoß. Kostet uns 2 Plätze. Boah. Na gut, wir waren eh schlecht. Also von daher. Teil verboten. Der Motor. Ja, komm. Das heißt. 12. Der hat eine Strafe gekriegt, okay.
Damit sind wir jetzt. Ach so, der Beste geht zwei Plätze runter. Das ist natürlich schlecht. Oder gehen wir zwei Plätze? Ich weiß es gar nicht jetzt. Auf jeden Fall haben wir jetzt richtig dicke Einbußen gehabt. Tja. Mal gucken, was der Vorstand dazu sagt. Begeistert würde er definitiv nicht sein. Das bin ich nämlich auch nicht. Na, komm. Ladebalken, gib Gas. So. Ja, Zielplatzierung 12. Wallace ergeben ist 2. Tatsächlich 10. Haben natürlich auch keine Prämien jetzt bekommen. Das ist natürlich viel, viel bitterer fast noch. Da haben wir jetzt eine Verbesserung bekommen. Gerade, also Überholen ist nochmal besser geworden. Wobei es da mir jetzt gar nicht mehr so drauf ankommt. Kurvenverhalten und Konstanz wären viel wichtiger. Ja. Marktfähigkeit gesunken, Zufriedenheit 0. Bin ich schon gefeuert? Ich glaube wahrscheinlich am Saisonende. Oh nein! Oh nee, oder? Echt jetzt? Dritte? Aber. Ja, ich weiß. Wir haben Fehler gemacht, aber doch nicht so hart, bitte. Oh Mann. Wundervoll. Und meines Wissens wurden bereits Geldbus, aber ich hoffe, dass wir wieder leer sind. Ja. Hier können Sie Teile einbauen. Bremsen? Nee, ich den Motor kontrolliert gehabt? Getriebe? Bremsen? Das sollte auf dem Motor sein, oder? Ach, das ist jetzt komplett draußen sogar. Na super. Na super. Schön. Ultimatum, ja, wir haben. Ja, wir haben es. Ja, ich habe ein Ultimatum. Oh Gott, nein, Hilfe. Das ist nicht gut. Wir sind mit Reparaturen beider Wagen fertig. So, dann schauen wir doch mal kurz, was die Wagen jetzt. Nein. Hier drin haben. Originalbremsen. Wieso bremsen? Das ist der Motor. Möchte ich nur mal so anmerken zwischendurch. Also, das Ding nennt sich nach wie vor Motor, soweit ich weiß. Ja. Jetzt ist die Frage. Neuen Motor herstellen, der wieder verboten ist? Der ist auch nur zufrieden damit, ne? Ach gut, ich bin mein Job eh los. Was soll's? Motor. Risiko Level 1, Höchstgeschwindigkeit 20. Machen wir Höchstgeschwindigkeit. Wir machen noch mehr Höchstgeschwindigkeit. Wir können die Zuverlässigkeit aber gleichzeitig auch noch erhöhen. Dafür bräuchte man sowieso das Telemetrie-Ding, also von daher ist es dann eigentlich in Ordnung. Teil bauen. So, dann geben wir nochmal Geld aus, bevor wir gefeuert werden. Dann haben wir wenigstens alles richtig gemacht. So, automatisch. Automatisch. 19 Tage nach dem Rennen 373. Ja, genau, kein Problem. Wie machen wir das? Ich würde gerne das Ding hier wieder rausnehmen. Okay, die beiden, die hier auf jeden Fall raus. Immer noch 8 Tage nach dem Rennen, ne? Könnte man die Leistung schon nochmal gut erhöhen? Jetzt ist die Frage fürs nächste Rennen, was brauchen wir da? Am Guildford? Könnte ich mal bitte eine Streckenbesicht? Also, Streckenlayout A. Reifenbenutzung sehr hoch. Das ist jetzt die Frage. Es ist schon eher kurvig, ne?
Das heißt, wir bräuchten eigentlich Beschleunigung. Und zwar im Sinne von. Ja, wenn das Getriebe besser wäre, ist natürlich sehr gut. Es ist beides wichtig. Mittlere Kurvengeschwindigkeit. Ich glaube, hier holen wir sogar mehr raus. 8 Tage vor dem Rennen. Dann könnten wir hier nochmal. Die so zumindest 14 Tage nach dem Rennen. 4 Tage nach dem Rennen. Ja, dann lassen wir es erstmal so auf jeden Fall. Und lassen das mal weiterlaufen. So, da haben wir wieder Fahrer-Scouting. Wobei es jetzt, ja, wie gesagt, ich denke, wir sind den Job eh los, also von daher, ja. Shen hat Geburtstag. Sie ist wohl sehr empfindlich in dieser Sache. Ja, komm. Das kann man mal ausgeben. So, schön. Dann scouten wir noch. Kosten pro Rennen. Müssen wir mal kurz auf 400.000 waren wir doch hier irgendwo. Also andersrum sortiert jetzt. Im Gange Fahrer sichten. So. Also, vielleicht soll ich mir auch anschauen, was wir da gesichtet haben, ne? Boah. Ne. Gefällt mir gar nicht. Machen wir weiter. Motorrad-Champion, auch nicht schlecht, als Formel-1-Fahrer vor allem. Weiter. So. Gucken, was da so passiert. Für diejenigen, die Statistik hier interessiert, mich interessiert es gerade nicht so, die Auswärts-Cups. Mich interessiert eher, ob ich es schaffe, meinen Job zu halten. Wird spannend werden. Okay. Motorenentwicklung abgeschlossen. Gucken wir dann auch langsam vorwärts. Scouting Report. So, Zach Hamilton. Schön ausgewogen. Alter 24. Und der hat noch sehr, sehr gut Potenzial. Den merken wir uns mal. So, wen können wir noch scouten? 400.000. Und dann haben wir hier noch eine Nachricht gehabt über neue Abstimmung. Es geht um einen neuen Trockenreifen zur Wahl. Wie viel haben wir jetzt aktuell? Für fahrzeugmäßige Reifenabnutzung? Puh. Also es wäre angeblich gut für uns. Neuen Trockenreifen. Ich möchte mich mal enthalten. Mal gucken, was passiert. Okay, gut. Dann machen wir einfach weiter wie bisher. Ich habe doch immer lieber gerne mehr Reifen zur Auswahl, deswegen. Ich glaube auch noch nicht, dass wir vom Reifenwechseln her da jemals irgendwie groß an die Grenzen gekommen sind. Von daher macht es mit neuen, glaube ich, nicht viel Unterschied. Also ich glaube nicht, dass ich die anderen damit hätte einschränken können, dass ich mehr Vorteile gehabt hätte. So meine ich das. So, Scouting. Sergio Valdez. Auch sehr gut. Auch sehr gut. Gefällt mir gut. Fitness ist natürlich. Aber tun wir es auch mal merken. Und tun tut man nicht. Ne? 400.000. Jetzt wird es, glaube ich, langsam ein bisschen teuer, was wir hier uns alles anschauen. Aber trotzdem. Nachrichten, was haben wir noch? Bau vom Motor abgeschlossen. Dann bauen wir den noch gleich ein, wenn sie uns schon eingesperrt haben. So. Dann ist die auch wieder hoch erfreut. Höchst erfreut wahrscheinlich sogar. Der Motor ist natürlich jetzt von der Zuverlässigkeit her nicht so gut. Aber okay. So, Teile verbessern. 3 Stunden vor Rennen. Ein bisschen spät. So, Bericht zum anstehenden Rennen.
Kante, mit dem wir unten müssen. Okay. Schön, danke. Danke, ja. Ich muss es unbedingt nochmal hören. Okay, 23 Runden. Regenwahrscheinlichkeit 20%. Durchschnittliches Tempo, Fahrzeugaufhängung haben wir Vorteile. Und glücklicherweise sind wir in dieser Hinsicht Spitzenreiter. Sehr schön. Okay, also angeblich sollten wir auf der Strecke sehr, sehr gut sein. So hatte ich das ja auch schon angedacht wegen den vielen Kurven. Ja, wir müssen auch gut sein, weil sonst sind wir unseren Job los, ne? Also Dritter mindestens hieß es. Gefährdet. Boah, minus 36. Das hat reingehauen. Eieieiei. Wetterzentrum. Ja. Geht nicht. Kann ich nicht. Würde ich gerne. Geht leider nicht. Affäre aufgedeckt. Oh nein, oder? Das auch noch. Oh, komm. Leistungsverbesserung abgeschlossen. Scouting Report ist bereit. Der gefällt mir wieder nicht so. Dann scouten wir noch ihn hier. So, können wir jetzt in der Teileverbesserung hier ein bisschen umflexibilisieren. Aber nee, das geht nicht. 4 Stunden nach dem Rennen ist dann doch zu spät. Schade. Ja, okay, ist in Ordnung. Ich hab's verstanden. Ja, dann müssen wir. Ja, 9. oder besser würde auch gehen. Ich behaupte jetzt einfach mal, wir schaffen den ersten Platz. Immer auch ein bisschen hier, ne? So zu tun, als würden wir es schaffen. Kann ja nicht sein, dass wir sagen, hier, ich werde 9., aber ich muss eigentlich 3. werden. Das will. Da würde sich der Hund auch einen Schwanz beißen irgendwo. So, Vereinigtes Königreich. 7. Rennen. Wir sind gespannt, was uns das Training bringen wird. Mir schwan Schlimmes. Wirklich. Ich habe Angst um meinen Job. Hilfe. Die Mechaniker können die Leistung eines Teils verbessern. Ja, ich will es zu hoffen, sonst wären es keine guten Mechaniker. So, lädt. Lade. Genau, Guildford. Und wir gucken, was passiert. So, das Feedback ist gesunken. Ja, wahrscheinlich wegen den Werten, wegen der. Na. Was ist das, wir nehmen dich raus, ganz ehrlich. Ich will dich rausnehmen, hallo? Wegen seiner Affäre, die aufgedeckt wurde, vermute ich jetzt mal fast. Sie ist jetzt fast schon genauso gut wie er. Also wirklich fast. Von daher denke ich, machen wir das lieber so. So, Fahrzeugkonfiguration. Wir brauchen Abtrieb auf jeden Fall. Ich will immer hier ziehen. Das funktioniert nicht. Vielleicht sollten wir das hier sogar ein bisschen fast so lassen bei der Key. Fahrverhalten. Ja, wir gehen mal hier schön mittig rein. Da will sie hoch möglichst. Und da müssen wir ein bisschen runtergehen. So. Schauen, was das bringt. Wasser? Nein. Nein. Alles gut. Sehr schön. 9 Reifen. 1, 2, 3, 9. Ja, das würde, ich glaube, auch schlechteren Teams noch langen. Die fahren deswegen auch nicht wirklich öfters in die Box als wir. Also. Ich glaube nicht, dass das den Unterschied gebracht hätte. So, ein bisschen. Warum will die. Na ja, gut. Ich frage nicht. Warum sie von der Geschwindigkeitsbalance mehr auf Höchstgeschwindigkeit will, aber die ist eine gute Fahrerin, die wird wissen, was sie macht. Oder was sie braucht. Ist halt jeder unterschiedlich, ne? So. Zum Training. Losschicken. Lalalala, losschicken. 2 Runden ist in Ordnung. Reifenwahl passt auch. Und raus mit dir, genauso wie mit dir. Dann hätte ich gerne erste Erfahrungen von euch. Also, und wir sollten natürlich das hier auch noch machen. Und das schöne Zeichen zusammenbekommen.
Wie gesagt, ich, dritter muss drin sein. Und ich denke, dass wir jetzt dann für das Rennen an sich wahrscheinlich Ki fahren lassen statt dem Arbeloa. Weil, wie gesagt, ja, von den, also rein von den Sternen her sind sie ziemlich gleich. Wir müssen uns die Stats nochmal im Detail anschauen, aber ich würde sie gerne fahren lassen. Wie gesagt, bauen tue ich so auf ihren Stotter, dass die dritter und besser wird, aber ja. Okay, Getriebeübersetzung passen genau. Bei Ki. Beschleunigung aus der Kurve. Aha, kürzere Übersetzung, das können wir machen. Wobei die echt gute Zeiten schafft. Falsche Konfiguration für die Aerodynamik, okay. Also Getriebe, Aerodynamik, da sind wir schon, haben wir ein bisschen ins Klo gelangt anscheinend. Steileren Winkel, Jungs, okay. Ah, da müssen wir noch einiges nachjustieren. Obwohl sie erste ist, das ist der Wahnsinn. Ah, hier haben die viele Probleme. Da passt ja gar nichts. Da passt ja gar nichts. Eieiei. So. Wahnsinn. Und dafür, dass man dann so gute Zeiten fahren? Naja. Okay. Oh, 57% nur. Boah. Okay. Lenkung ist zu schwammig. Das heißt, wir müssten Fahrverhalten wahrscheinlich mehr in die und da müssten wir auch weiter runter gehen. Fahrverhalten muss definitiv dann besser werden. So. Abtrieb. Die Flügel müssen steiler werden. Dann kommen wir aber auch mehr in die Richtung hier rein, ne? Ja, steile ist dann eher in die Richtung. Ja, da müssen wir mal gucken, ob das jetzt wirklich das so viel gebracht hat. Ich hoffe es, also puh. Da haben wir voll vorbeigelangt, was die Konfiguration angeht. Bei Ki sind aber trotzdem hier sehr gute Zeiten gefahren. Ne? Da muss man immer noch dazu sagen. 67%. Ah, okay. Vielleicht müssten wir beim Fahrverhalten doch wieder ein bisschen runtergehen. Jetzt ist die Frage. Geschwindigkeitsbalance würde ich trotzdem auch gerne noch ein bisschen runternehmen. Abtrieb ist okay. Vielleicht werden wir den auch noch ein bisschen steiler stellen. Schauen wir mal. Gibt es auch nochmal neue Reifen drauf. Und dann geht es los. So, wer ist zuerst fertig? Wir haben Stotter natürlich, was auch sonst. So. Und mal gucken, wo wir denn jetzt landen von den Zeiten her. Ich hoffe echt, dass es besser wird. So ist denn hier. am Abtrieb scheint nicht zu funktionieren. Okay, das ist auch sehr schlecht. Mal gucken, was wir dann jetzt für Zeiten kriegen. Auf jeden Fall wesentlich. Nee. Doch schlechtere. War die vorherige Einstellung dann doch besser oder wie? Also da müssen wir dann vorm Rennen nochmal aus beiden Schlechten was Gutes zusammen kombinieren. Alle guten Dinge sind ja drei, bekanntlich. Aber es ist von den Zeiten her viel, viel schlechter. Ich gebe erst die Lenkung besser. Da haben wir zumindest schon mal ein was Gutes geschafft. So, und von Jon Stotter bekommen wir nicht so viel mit, ne? Schade. Also wir hätten vielleicht auch aggressiver fahren sollen, aber das bringt jetzt natürlich auch nichts mehr. Verdammt. Okay, die Geschwindigkeit läuft besser. Geschwindigkeitsbalance, das ist schon gut. Also bei der Kia haben wir es anscheinend besser gemacht als bei der Jon Stotter, habe ich das Gefühl. Ja. Da müssen wir dann im Rennen natürlich schauen, dass wir
eine gute Mischung bekommen. Da müssen wir eine gute Mischung hinbekommen, ja. So. Dritter oder besser. Ultimatum. Anreiz steht da, sehr schön. Aber, wie gesagt, Entschuldigung, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Und ich bedanke mich schon mal soweit fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Wie gesagt, lasst Kommentare, liked mich, kritisiert mich, was auch immer, teilt mich, abonniert mich, empfiehlt mich weiter. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich wieder aufs nächste Mal. Tschüss.